Liebe Schönbergerinnen und Schönberger, liebe Starkbierfreunde daheim vorm Bildschirm. Meine lieben Kinder, schön, dass es alle da hat. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur ersten und offiziell auch letzten Online-Fastenpredigt. Eigentlich hätten wir euch ja schon ganz gern wie gewohnt im Cook in die Augen geschaut. Aber leider hat uns da ein gewisser Virus aus einem fernen Land einen Strich durch die Rechnung gemacht. Muckel, meinst jetzt du das Land, wo sonst eigentlich alles, was da produziert wird, nach 3 Wochen schon wieder kaputt ist? Nur halt, das mal nicht. Ja, Mama, genau das meine ich. Im letzten Jahr haben wir unsere Predigt schon komplett fertig gehabt und waren auch schon in die Startlöcher gestanden. Einen Tag vor der Kommunalwahl war es soweit gewesen. Und wir hätten über alle, die damals in Amt und Würden waren oder auch die in Amt und Würden kommen wollten, wo es gewusst. Ja, ich meine, manche Sachen kann man schon heuer auch noch erzählen, aber über manche braucht es das gar nicht mehr, gell? Aber weißt du, Muckel, wer weiß, wie die Wahl ausgegangen wird, wenn wir uns da quasi in den Wahlkampfabschluss noch eingemischt hätten? Aber eigentlich eine interessante Frage, gell? Ja, das stimmt, Mama. Aber bevor wir mit unseren Anekdoten loslegen, erklären wir noch mal kurz, wie das heute zustande gekommen ist und was das für uns zwar bedeutet hat. Schon im letzten Jahr haben wir ganz viele Anfragen gekriegt, ob man die Predigt nicht irgendwo nachholen könnten oder ob man es irgendwo im Internet findet. Ein ganzes Jahr ist uns der Gedanke aber nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und spätestens, wie es dann geheißen hat, Lockdown 2.0, war uns klar, dass 2021 nichts wird mit dem Starkbierfest. Naja, und so haben wir uns halt gedacht, so als ein Haushalt und eine Person, dürfen wir das ja online machen. Und auch die gemeinsame Vorarbeit beim Zusammenschreiben war erlaubt. Bei alle unseren Unterstützern haben wir sofort große Zustimmung gekriegt. Und so sitzen wir heute mittel beieinander und berichten über das ein oder andere Geheimnis. Unsere Freunde vom Musikverein haben auch im Vorfeld gleich geschaut, dass ihr daheim auch das süffige Starkbier trinken könnt und eine saubere Brotzeit vor euch gehabt. Wir haben auch schon gehört, dass wirklich voll von eng das Angebot wahrgenommen haben. In dem Sinn wünschen wir schon mal einen guten. Ja, aber Muckel, jetzt wo du das sagst, irgendwie sitzen wir zwei ja noch total auf dem Trockenen, gell? Leider haben da die Wirtshäuser noch zu und so haben wir halt auch keine geschickte Bedienung, die uns jetzt da versorgt. Geh, Bur, haben wir halt mir nichts zum Trinken da. Geh, freilich, Mama, ich hab uns ja auch extra 2 so Sackerl vom Musikverein abgeholt. Brotzeit steht schon da, das Bier hab ich im Kühlschrank, soll ich das holen? Ja, bitte. Bei Herfling wird das Zeug nicht verloren. Ja, Mama. Glaubst du das? Jetzt steht der Bub Jahr und Tag auf dem Marktplatz umeinander, meint dabei, er weiß alles und sagt alles. Und trotzdem muss ihm die Mama sagen, was zum Tor ist. Also mit 284 Jahren kann der schon wissen, dass man der Mama ein Getränk anbietet, wenn sie auf Besuch kommt. Meine Mama, weißt, du musst jetzt schon entschuldigen, gell? Also ich weiß, du bist ja eigentlich eher das Bier vom Fassl gewohnt, aber mit Fassl schaut es halt heuer schlecht aus. Darum gibt es heuer nur ein Bier aus der Flaschel schenken, schmeckt aber bestimmt genauso gut. Und außerdem ist es hygienischer, wenn ich dir das da so hinstellen darf, gell? Hast du eigentlich deinen Krug dabei? Na, Fralli, hab ich meinen Krug dabei. Den habe ich ordnungsgemäß daheim im Minger noch abgekocht. 2 Tage lang in Desinfektionsmittel eingelegt. Naja, gut, es war halt ein Bärwurz. Und dann habe ich noch eingepackt gehabt, dass er sauber ausdampft. Glaubst du das? Man glaubt ja gar nicht, wie so ein Krug auf einmal sicher nicht Farbe kriegt, wenn der einmal sauber ist. Aber Muckel, sag einmal, fällt dir heute eigentlich an der Mama nichts auf? Moment, Mama, Bier geht vor.
Oh mein, das riecht da schon so gut. Ja, jetzt wo du das sagst, steh noch mehr auf. Hey, du sag einmal, wo hast denn du heute dein Kittel, he? Weißt, sie kommt aus Minga runter mit dem Schlafanzug. Ja, warum denn das jetzt sind, he? Mucke, das ist doch kein Schlafanzug. Das ist ein Jumpsuit. Und ich hab mir gedacht, alle sitzen bestimmt daheim auf dem Kanapé im Schlapperlook umeinander, schauen uns online dabei zu und essen und trinken Mietli daheim. Dann hab ich gemeint, ich schließe mich an und mach mir's halt auch einmal bequem. Hab ich mir per Klick und Kolleg noch bei der Schmidunte umgeholt. Schaut doch gut aus, oder? Respekt, Mama, du bist halt eine Schau. Aber weißt du was? Jetzt, wo wir schon so schön eingeschenkt haben, und Mama, der erste Trinkspruch, der gehört heuer dir. Mei, das freut mich aber. Meine lieben Kinder daheim, jetzt passt's auf. 1,50 Meter vor, 1,50 Meter zurück, 1,50 Meter oben, 1,50 Meter affer. Jetzt sag mal! Prost! Prost! Auf eine friedliche Predigt! Auf Eng! Ah. Mm. Ah. Schau gut! Der ist mir direkt angegangen, der Bob. Ah. Ah. So, Mama, jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns ein wenig über die VIPs und die, die gern sich eine warten, ein wenig unterhalten. Meinst du nicht? Ja. Zeit wird's auf alle Fälle, aber wo fangen wir denn da an? Aber wurscht ist eh, weit rankommen, tut eh ja jeder. Was ist denn im letzten Jahr so passiert in Schönberg? Naja, also wenn man es mit einem normalen Jahr vergleicht, meint man eigentlich nichts, gell? Aber so langweilig war es dann doch nicht, das geschichtsträchtige 2020. Naja, weil losgegangen ist ja das Ganze eigentlich nach der Wahl am 15. März. Mhm. Ja, unser Bürgermeister, der Martin, hat überragend wieder die Wahl zum ersten Bürgermeister gewonnen. Ja, das kann man schon sagen. Aber eigentlich ist doch das logisch, wenn man keinen Gegenkandidaten hat. Oder? Also abgesehen von den Witzfiguren, die so manche auf einen Wahlzettel aufgeschrieben hat, hat er trotzdem keine 100% gekriegt, oder? Ja, aber das ist doch auch nicht schlimm, weißt? Die überwiegende Mehrheit hat ihm wieder das Vertrauen geschenkt. Und jetzt darf er wieder 6 Jahre werkeln. Ja, wobei, ein Jahr hat er ja eigentlich auch schon wieder umgebracht. Aber Martin, ich glaube, du wirst dich noch anschauen, wenn dann 2026 der groß angekündigte Gegenkandidat von der Bayernpartei kommt. Wer wird's denn werden? Der Greipi? Der Eigner? Ja, oder am Ende doch noch der Baumann? Warten wir es einmal ab. Naja, sogar die Uwe Gehler haben groß und klar geschaut, wie das die Bayernpartei letztes Jahr auf der gemeinsamen Podiumsdiskussion verkündet hat. Naja, die Gorhammer Carolin hat sich auf der Bühne jemand wahrscheinlich schon kurz gedacht. Ja, wenn das so geht, dann hätte ja ich das auch gekannt. Na weißt, sie hat halt gemeint, sie hätte ja das quasi schon in die Wiege gelegt gekriegt. Mhm. Aber nein, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt noch nicht damit befassen und eigentlich macht der Martin seine Arbeit schon gut. Ja, aber wenn der Bürgermeister der gleiche geblieben ist, hat sich dann wenigstens im Magdrat was da? Ich meine, so manche Gesichter, die ich beim letzten Mal noch gesehen habe, die sind ja nicht mehr zum Sehen, oder? Ja, das stimmt. Ein paar haben einfach noch die letzten Jahre gesagt, sie stehen nicht mehr zur Verfügung. Ja, und die anderen. Ich meine, andere sind halt nicht mehr dran gekommen. Weißt, dafür sind andere dran gekommen. Und sogar unabhängig von irgendeiner Frauenquote in Führungspositionen sind mittlerweile sage und schreibe 4 der 16 Mandate in weiblicher Hand. Ja, ob jetzt das gut oder weniger gut ist, kann man jetzt da im Moment noch schlecht sagen. Also, die Aufteilung im Magdrat ist ja dann fast gleich geblieben, oder? Leider gibt's die SPD halt nicht mehr im Gremium.
Ja, gibt's die eigentlich überhaupt noch? Ja, na freilich gibt's die noch. Weißt, aber die SPD war ja schon immer eher eine Partei für die Großstädter, weißt? Und deswegen sind sie halt auch eher in Grafenau im Stadtrat. Naja, Stadtrat halt. Naja, Stadtrat halt. Die machen halt viele Sachen, die im Nachhinein nicht so gut waren. War ja fast so weit gekommen, dass wir mir zwei heute gar nicht da sitzen dürfen hätten, wenn wir uns die als Vorbild genommen hätten. Ja, Mama, das stimmt. Aber das Highlight schlechthin ist, gell, dass sogar unsere vierte Landrätin, die Greinerhilde, als SPD-Urgestein noch eine Aufgabe gekriegt hat, weißt? Okay. Ja, und in Schönberg hat halt der einzig verblieben SPDler den Braten schon gerochen und ist halt vor der Wahl noch zur Bayernpartei übergelaufen. Mhm. Ja, weißt, der Greipi Günther ist halt an seinem Amt gehängt und hat sich gedacht, naja, als Roder wird ich nichts und als Bayernparteiler vielleicht sogar noch Bürgermeisterkandidat. Naja, im Magdrat ist er reingekommen. Das zweite lässt sich noch nicht beurteilen. Du, weil du gerade Landrat sagst, hab ich mich jetzt da täuscht oder hab ich einen Gruber Sebastian vor einem Zeidl im Fernsehen gesehen? Ich glaube sogar im NTV. Kann das sein? Ja, Mama, du hast richtig gesehen. Anfang Dezember war die große Pressekonferenz zum Sehen. Da waren es alle da, die nur gerade ein Video machen Kind haben. Der BR, der NTV, Bayern 3, Antenne Bayern, unser Radio und. Naja, leider war jetzt das Thema halt nicht so prickelnd in dem Moment. Aber der Sebastian hat sich da wirklich gut geschlungen. Ich meine, das war von der Anricht her schon ganz besonders. Der war halt im Sitzungssaal, im Landratsamt. Und nicht wie ein paar Wochen später seine Kollegin, die Röhrl-Ritter in Ring, die was einfach für so eine Live-Schalte in Hausgang eingestellt haben. Gell? Und nebenbei hat er schon auch wieder ein bisschen Werbung für den Landkreis gemacht. Stimmt. Und das hat er so gut gemacht, dass dann eine Zeit später geheißen hat, dass keiner mehr in den Landkreis rein darf, weil so viele gekommen sind. Richtig. Aber Mama, weißt du, was für mich das Highlight schlechthin vom Sebastian war? Nein, sag. Du stell dir vor, der Sebastian und seine Lebensgefährtin haben den Nachwuchs gekriegt. 2020 zwar schon. Ein Burm. Nein. Mei, hey, und stell dir vor, wie der heißt. Wir? Nepomuk. Mei, ich habe mich ja dermaßen gefreut, wir haben direkt Betteln runtergerunden. Anscheinend haben die mit dem Namen halt auch nur Gutes in Verbindung gebracht. Ja, stell dir vor, die hätten da Dirndl gekriegt. Dann hätte es wahrscheinlich Bavaria geheißen. Naja, vielleicht passt es ja auf die nächste Prinzessin, die den einen oder anderen Politiker dann bald vielleicht einmal ins Haus steht. Naja, es ist ja schön, wenn ein Politiker mal Nachwuchs ins Haus steht, aber ob man jetzt dann so ein Dirndl zwingend Bavaria nennen muss, das weiß ich jetzt nicht. Aber zurück zur Bayern-Partei. Ja, können wir machen. Du, ich hab gehört, dass der neue Mitstreiter vom Greipel bei der Bayern-Partei, na, da ist doch der eigene Helmut dazugekommen, oder? Und der Helmut, der soll da ein Pfundskerl sein. Er ist ja quasi in jedem Ausschuss, da wo der Greipi nicht einnehmen hat. Und somit ist er direkt auch noch stellvertretender Fraktionssprecher. Naja, bei zwei Leuten ist jetzt das auch nicht so verdammt schwierig, gell? Er hat sogar schon in die Vorbesprechung der Gemeinderatssitzung vor die Bürgermeister gedürft. Ansonsten sagt man an Helmut im Sommer fast nur draußen unterwegs, gell? Und sogar auf der überschwemmten Lulpen an der Kläranlage hat er sich zum Wasserskifahren angerichtet. Also, ich weiß nicht, ob ich in dem Wasser Skifahren möchte. Du Muckl, aber so ganz ohne Rot in Schemberg ist dann der Magdrat doch nicht. Hä? Hab ich da jetzt irgendwas übersehen? Hey, jetzt schockier mich nicht, das ist ja voll die Blamage, wenn ich da nichts weiß. Okay, Muckl, aber die Ecker, Veronika,
Die hat ein knallrotes E-Bike. Mit dem fährt sie allerweil so die Sitzungen. Die bringt halt die Farbe Rot noch ein bisschen ins Gespräch. Ja, das stimmt, aber jetzt hast du mich schon gescheit geschockt. Ja, ja, die Froni und ihre E-Bike, gell? Gar nicht zum Vorstellen, ohne. Bin gespannt, was dann ihr nächstes E-Bike für eine Farbe kriegt. Ich hoffe doch ganz stark nicht grün. Ja. Ja, aber jetzt darf ich sagen, auf unsere zwei von der Bayernpartei und auf der Froni ihrer Rall trinken wir einmal wieder, Mama, oder? Ja, das darf ich auch so, Muckel. Was fällt dir denn für einen Trinkspruch ein? Mei, ein ganz guter. Wenn einer melken will, ein Stier. Wasser, lieber Saft als Bier. Ein Gickel mit Messer und Gobi isst. Dabei, um Fenstern, die Läutern vergisst. Meint, es is a Gams, dabei is a Gors. An jeden Scheißtrick besser war's. Leid, da heißt's jetzt Zähn zusammenbeißen. Das sind keine Bayern, das sind Preisen. Prost, Mama! Prost, Bur! Ah, oh mein Bur! Der Bug, ja, der ist ja viel besser wie der Salvatore Minger, gell? Ja, die Mönche, die haben schon immer einen guten Geschmack gehabt, wenn es um ein Bier gegangen ist. Aber da fällt mir jetzt bei Bier und Kirche ein, wie geht's denn der Geistlichkeit so in Schemberg? Ja, da ist auch einiges zudrungen. Ich meine, schon eher weggedrungen worden. Lieber Pfarrer Michael Bauer, es ist ja eine Schande, gell, was da bei dir in der Sakristei passiert ist. Hä? Und die ist auch noch an oder um aller Heiligen umeinander. Gell? Jetzt meine ich, wohnst du direkt neben der Kirche und hast nicht mitgekriegt, dass da einbrochen wird. Ja, aber da stellt sich jetzt schon die Frage, Herr Pfarrer, da hast du von der Kripo zwischen 1.11. und 5.11.2020. Sag mir, gehst du 5 Tage lang nicht in die Kirche rein, hä? Auch nicht der Pfarrer wie kein Anthony. Ja, und Mesnerin auch nicht. Also weißt, immer aufrufen, dass zu wenig in die Kirche gängen. Und dann gehst du selber 5 Tage lang nicht rein. Ja, Nepomuk, sag einmal, wie redst denn du mit unserem Herrn Pfarrer? Er ist fei auch noch ein geistlicher Rat, gell? Mei, vielleicht hat er sich halt einmal eine Auszeit genommen. Schließlich war er ja auch getarnt auf die Friedhöfe unterwegs. Zum Weihen der Gräber. Der Gräbergang war ja auch nicht öffentlich, oder? Und überhaupt, hättest du von deinem Podest aus besser aufpasst? Ja, sag einmal. Also da magst du schon recht haben, Mama, gell? Vielleicht hat die korrupte Diebesbande ja vorher ausspioniert, wann der Michael zum Spritzen unterwegs war. Aber eins sag ich dir, mich brauchst du jetzt nicht ins Kreuz vorher nehmen. Weißt du, wo ich hinschaue, ha? Überleg einmal, direkt auf Container schaue ich auf. Alle vom Kern her wird sein Bau, weißt? Und drunter steht ein kleiner Haferweiß, die Pflegeengel mit 10 Autos. Das ist zurzeit mein Blick und sonst nix. Ah ja, und auf den noch nicht umbauten oder renovierten Luitpoldplatz schaue ich auch noch hin. Ja, beruhig dich wieder, Muckel. Mir tut doch halt leid, der Michael, mein Sohn. Schließlich haben sie ja Sachen in Wert von 20.000 Euro mitgelassen, die Basis, die sag ich jetzt lieber nicht, sonst muss ich noch beichten. Gut, dass er wenigstens nicht weiß, der Herr Pfarrer, dass der Martin nimmer gewusst hat, wann der Aschermittwoch war. Er hat's vergessen, weil kein Waldgaudi war. Und dann hat der doch glatt am Aschermittwoch einen Döner gegessen. Also, aus was, wenn das der Pfarrer aufgeht hat. Aber was hast du jetzt da noch gesagt, Bur? Container vom Herbert, Autos von die Pflegeengel und das alte neue Haus da am Luitpoldplatz. Ja, genau. Weißt, der Herbert renoviert und baut um. Herrschaft, da ist ein Dreck drin im Markt, furchtbar. Aber er bemüht sich, gell? Das muss ich jetzt schon sagen. Ein Haufen Wohnungen sind drin und die Bäckerei Piller zeigt auch ein und macht sogar einen Kaffee ein. Mein Schee. Ja, da wird der TSV, also im Speziellen die Fußballer, Freude haben. Ja, warum jetzt die Fußballer? Immer ist da in Schemberg irgendwas mit dem Fußball. Ja, weißt, da zeugt ja, da ist zum Teil schon der halbe Fußballverein eingezogen, weißt? Der Quirl,
der Brummbauer, der Kalbi Frank, der Bäcker Erik, der Killinger Basti und wer weiß nicht noch, es kommt. Pillers haben sie auch schon eingemiet. Weißt, und da brauchen dann die Fußballer gerade noch abhuschen zum Semmen holen und zum Fußballplatz einfach zu Fuß runtergehen, weißt? Da brauchen sie nur noch über den Berg runterkugeln. Wie die dann raufkommen, werden wir im Auge behalten. Ja, da ist ja aus. Ein Hund ist ein Schaderherberg, gell? Aber er denkt wieder praktisch. Da werden dann die Sitzungen der Sportliche Fußball bestimmt nicht mehr im Vereinsheim sein, sondern auf der Dachterrasse vom KIB Frank. Es bleibt spannend für die Fußballer. Da tut sie immer was, auch wenn es ziemlich stark ist im Moment mit dem Sport. Ja, und die Pflegeengel, sag einmal, sind die jetzt für die da? Ja, das wird eh wieder einmal Zeit, dass du ein bisschen auf Vordermann gebracht wirst. Du ergraust ja von Jahr zu Jahr mehr. Ich meine, dass du ein wenig spinnst, Mama, he? Weißt, ich schau immer gut aus, gell? Hauptsache, ich hab keinen grauen Star und seh, was ich sehen muss. Weißt, die Pflegeengel, die sind der ambulante Pflegedienst. Die sind da in dem lila Launehaus eingezogen mit ihrem Büro. Aber ob das so gut ist, das weiß man momentan noch nicht. Gerade in der verrückten Zeit sind sie zwar sehr gefordert und machen auch wirklich eine gute Arbeit, gell? Aber in meinen Augen brauchen die einen anderen Parkplatz. Wo sollen denn die Schemberger sonst noch parken? Alles steht voll mit Container, Firmenautos aus alle Richtungen und Engel. Was? Schlimm ist das. Ich muss der Bärwi da jetzt einmal sagen, dass da mal wieder ein paar Strafzettel dranhängt, weil so geht das nicht weiter. Ja, Muckel, also kennen die ja gar nicht. Reg die halt nicht so auf. Es gibt ja noch ein Parkhaus in Schönberg. Ein Luxus, der nicht viele Märkte haben. Da müssen sie halt jetzt in der Bauphase einmal ein paar Meter gehen. Parkhaus, aus ist das voll die Arbeit zusammen. Stell dir vor, das kippt ein. Also wenn ich ehrlich bin, du brauchst da nimmer parken, Mama, weil das der Bock, das Parkhaus nimmer. Frech auch noch, ha? Wo soll denn ich bei meiner Größe sonst mit dem Gewicht hin? Ich bin vielleicht eine Statue und kein Giraffe. Ja, mei, so war das jetzt ja auch nicht gemeint. Ich hab halt nur sagen wollen, dass das Parkhaus nicht mehr belastbar ist. Die Statik, Mama, die Statik. Aber ich hab in der Marktgemeinderatssitzung schon gehört, dass eh nochmal hergerichtet wird. Weißt, der Kickbernd hat am Marktgemeinderat einen sauberen Renovierungsplan vorgelegt, mit einem Haufen Kosten natürlich, aber auch. Schon wieder so viel Geld. Aussies. Ja, sollte man das Parkhaus nicht verkaufen an einen Privatmann, der sich da dann drum kümmert, mit dem Herrichten. Der kann sich dann ein Geld verdienen, wenn er einen Schrank hinbaut, mit einem Geldeinwurf. Oder? Das war doch was. Ja, in Deggendorf funktioniert doch das wunderbar. Ja, meine Mama, du hast halt Ideen. Aber Oweisporn, gell? Naja, aber Überlegung war jetzt eigentlich schon wert. Na, warten wir's ab, wo ist der Markt? Nicht sonst noch alles baut, gell? Barrierefrei soll jetzt auch werden unser Marktplatz. Okay. Das wird super, glaube ich. Aber hoffentlich verbauen sie mir mein Blickfeld nicht, gell? Weil sonst muss ein neues Podestl her. Ein Hers, natürlich. Immer hoch hinaus, der Muckel, gell? Ja, und was ist dann mit dem alten Gebäude da am Hüppoldplatz? Was hast du da vorhin angedeutet? Ich hab gemeint, das wird mordsrenoviert. Und da kommt der Sirsepp rein mit seinem Touristikbüro. Mama, hast du einen Kaugummi dabei? Ha? Was machst du jetzt? Ein Kaugummi? Ja, sag einmal, spinnst du jetzt? Nein, aber da könnte ich dir demonstrieren, wie lange man den zahlen kann. Weil genau so lange zahlt sich nämlich schon das Bauvorhaben an dem Gebäude. Ich hoffe nur, dass das nicht noch einbricht, bevor da überhaupt einmal was passiert. Weißt, weil mit der Regierung ist in dem Fall nicht gut Kirschen essen, Mama. Jetzt möchte er auch vor mir Kirschen noch. Mein Muckel, ich seh schon, der neue Gemeinderat hat's wirklich nicht leicht. Nur bauen, bauen und bauen dort in Schemberg. Ja, ist denn wenigstens schon irgendetwas fertig worden? Naja, ist eh klar. Das Freibad ist fertig. Ja, das hat ein neues Dach gekriegt, weil es eher noch eingegangen ist.
Ja, wenn ich so nachdenke, ist das eigentlich schon recht lustig, wenn es in Schwimmbad los reingeht. Ja, das stimmt. Und ich habe gehört, dass er so nass eingegangen ist, dass beim letzten starken Regen sogar fast das neue Verkaufshäusl von den Fußballern weggeschwemmt hat. Ja, das stimmt, aber nur war da das Dachl schon fertig. Also kann da jetzt keiner was dafür. Apropos Wasser. Weil weißt, da fällt mir auch noch so ein Endlosprojekt ein. Die Wasserversorgung in der Quetsch und in Hammerzrei. Ja, das nimmt ja auch kein Ende, weißt? Die einen haben schon Wasser, die anderen noch nicht. Ja, schlimm ist das. Das ist doch so eine Ewigkeitsbaustelle. Gut, dass wir auch da wieder unser Äcker-Veronika haben. Hä? Was hat denn jetzt die Äcker-Veronika, das gute, brave Kind, mit der Wasserversorgung am Hut? Ja, die ist doch nicht einmal im Bauausschuss. Bald baden, Mama. Bald baden. Weißt, Veronika hat da was angeleiert mit der Idee. Und ich meine halt, wenn die Quetscherer oder die Hammerzreiter wieder kein Wasser kriegen, dann können sie halt wenigstens mit der Froni im Wald bohnen. Oder nicht? Ja, die lernt ja das dann schon. Ja, wenn's du nicht spinnst, Muckel, dann spinnt keiner. Du hast vielleicht Einfälle. Ich glaub, dir tut die derzeitige Situation nicht gut, ha? Hast viel zum Spekulieren, weil sie nichts rede mag. Naja. Es ist schon fad. Nix los. Weißt, richtig fad. Ja gut, dass ich da meine Baustelle vor der Nase hab, weißt? Da sehe ich wenigstens noch ein wenig Apps. Armer Muckel. Jetzt tust du mir direkt ein wenig leid. So langweilig, ha? Ja, hat denn nicht einmal einer irgendwas von den Räten, einer was am Kerb holt? Mein, weißt, ich säge ja quasi nur zum Herbert um mich. Und da ist mir schon aufgefallen, weißt, seit der seine neue Mercedes-Limousine hat und seit der Opa ist, fährt der schon gesitteter wie früher, weißt. Jetzt geht ihm gerade in seinen Mercedes hinten auf der Hutablage noch so der Wackeldackel ab oder so ein Kegel die Chlorin. Ja, genau, das war's. Einmal ganz was anderes. Aber du, das mit der Chlorin. Das, glaube ich, ist jetzt kein guter Plan. Stell dir einmal vor, es ist wieder Not am gewissen Papier beim Edeka oder in der Norma. Du, da hauen sie mir ja die Scheibe ein. Hauptsache ein Klopapier haben die Leute. Oh Herr, gib die Menschen da bei uns eventuell ein bisschen mehr Hirn. Also die was brauchen. Weil Klopapier und Null werden sie denn erst schon nur kommst da drum. Du, aber jetzt weiß ich vielleicht schon noch etwas anderes auch vom Herbert und seine Autos. Ich glaube, der hat einfach zwei Autos. Da weiß er halt nicht mehr so, was das eine kann und das andere nicht. Ja, also du sprichst jetzt schon ein wenig in Rätseln, Mama. Ja, da ist er halt wieder einmal bei seinen Schwiegerleuten gewesen und dann hat er sein Pickup ein bisschen schräg oder gerade in die Einfahrt hingestellt, ohne dass er Brems anzieht. Er war schon im Haus und bums hat's da. Ja, wie? Oder Brems nicht angezogen und dann ist das neue Riesenschiff geehrt worden? Ja, genau. Sein Geländemobil hat dann rückwärts eine Fahrt zum Gartenzaun beim Nachbarn gemacht und der Pickup hat sich auch so verheddert, dass er nicht mehr rausgekommen ist. Ja, sauber. Ja, und hat er es dann noch geschafft? Ja, erst einmal hat er das gar nicht mitgekriegt. Und eine Nachbarin von weiter oben hat das gespannt und hat ihm dann laut Hals geschrien. Sie hat ja damit gemeint, vielleicht sitzt der noch drin im Auto, gell? Aber wie er dann vom Haus rausgekommen ist, hat er zuerst einmal ein wenig blöd geschaut. Er wollte ins Auto einsteigen, aber irgendwie ist er da nicht reingekommen. Dann ist er hinten über die Ladefläche und irgendwie, glaube ich, hat er es dann doch geschafft. Ja, gut, dass er immer noch so sportlich ist, der Herbert, gell? Ja, da schon.
Aber fahrtechnisch hat er das drum Auto anscheinend auch nicht rausgebracht. Da hat er dann einen Jolai angerufen, seinen Mitarbeiter, und der hat ihn dann mit dem Lader rausgerissen. Ja, und was hat dann die betroffene Nachbarschaft gesagt? Ja, die waren eigentlich ganz ruhig, gell? Die haben sie, und blär mal haben sie sich halt ein wenig oben da. Ja, also wenn mir der Kern einen Schon anrichten darf, dann darf er mir auch nicht oben, der riecht es schon wieder. Ja. Ja, der Herbert, der Deutsch. Ja, aber andere Gegner hätte er sich schon aussuchen müssen für seinen Crash. Ja, wieso? Ja, weil er als dritter Bürgermeister in der Farbe Orange baut einen Unfall, wo zwei schwarze Marktgemeinderäte quasi direkt daneben wohnen. Ja, da kannst du doch drauf warten, dass er die aufzwickend, oder? Ja, das kann schon sein, dass der Perl und der Roti sind da schon so drauf, dass die eventuell ein bisschen gescheiert daherin daten. Aber der Herbert hat schon ein bisschen was erlebt, gell, in den narrischen Jahren. He? Ich darf jetzt sagen, da dringen wir drauf. Das Leben ist an manchen Tagen halt nur im Vollrausch zu ertragen. Prost! Prost, Mama! Prost! Prost! So, der Leute, geht so gleich voll besser, wenn die Gurgel geschmiert ist. Ja, aber was wissen wir denn Neues über wen? Ja, da fällt mir ein. Mama, schick uns dir eigentlich das Schönberg-Journal auf Minga? Ja, freilich, Bur. Auch wenn's viel Zwänge haben, aber für mich haben's immer eins übrig. Ich schick's halt dann gleich wieder, wenn ich's gelesen hab, retour. Ja, aber warum das? Gefällt's dir nicht? Ja, schon. Aber die armen Bewohnerinnen und Bewohner im Rosenium, die kriegen fast keine. Ja, geh, aber da wohnen doch über 50 Leute drinnen, oder? Ja, und ein Haufen Schemberger, die es gern lesen daten. Aber das Rosenium zählt als eine Adresse, also wie man jetzt zur Zeit so sagt, ein Hausstand. Und dann gibt's halt nicht mehr. Weil die Postler bringen dann später immer noch ein paar vorbei, wenn es irgendwer von den Zugroßen nicht lesen mag. Weil das ist so traurig. Meinst du, dass sie da einer einmal verantwortlich verändert und schauen, dass die mindestens so 10 bis 15 Blattl kriegen? Das ist aber ein Kampf, wenn die kommen. Und dann schicke ich halt das meine einfach retour ins Rosenium. Aber warum hast du mich denn überhaupt gefragt? Ja, also es ist ein feiner Zug von dir, Mama, gell? Bist halt einfach eine Mama, gell? Ob für alt oder jung, du hast einfach immer ein Herz. Aber, nein, ich wollte fragen, weil ich wissen wollte, ob du die Karikaturen von den zwei Marktgemeinderäte gesehen hast. Also vom Rotmarkus und von der Retzer Doris. Ja, die habe ich gesehen. Schön hat das zeichnet der Klampe Günther, gell? Wirklich schön. Du, aber der Rot, der schaut aus wie du und die Retzerin wie ich, gell? So ein Zufall. Ja, ich verstehe es auch nicht, gell? Ja, das ist wirklich gelungen vom Günther. Aber ich habe ihn schon zurückpfeifen müssen, unseren zweiten Bürgermeister. Weil wenn der einmal am Kritzeln ist er nicht mehr zum Bremsen. Gell, der Günther, er ist doch so ein braver Sohn mit so viel Talenten. Ja, ja, ganz brav. Weißt, der hat einen Rotmarkus, eine Wunderkerzen im Kopf eingemalt, ausgeschaut hat er, wie wenn er die Raketen getroffen hätte, und ausgeschaut dann wie ein Christbaum mit den Kerzen auf die Arme. Das ist ja der Gipfel. Weißt, da habe ich aber schon zum Verstehen gegeben, dass ich das nicht mag. Das ist ja quasi direkt eine Ratsbeleidigung, weißt? Nein. Geh weiter. Also Günther, ein bisschen mehr Gefühl, bitte. Mit sowas geht man doch nicht um mit dem Marktrat, den kannst du doch nicht verschanteln. Ja gut, er hat es dann eh eingesehen und das Beutel ist nicht veröffentlicht worden. Ja gut, eigentlich nur, weil es ihm der Rotmarkus dann quasi abgekauft hat. Mhm. Naja, der Markus, unser himmlische Weihnacht, ist ja auch nicht gewesen. Da war halt auch wieder bestimmt voll zum Sehen gewesen, wo die Leute. Und wenn es gewesen war, dann waren halt die Buden mit den Betreibern allein drin gestanden. Weil auf so und so viele Quadratmeter nicht mehr wie 25 Leute auf den Marktplatz auf die Dörfer hätten.
Ja, aber gut, bevor das passiert ist, hat aber unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder eh lieber Nein gesagt. Ja, der sagt ja eigentlich auch nur noch Nein. Oh mein, was das noch werden wird. Ja, und die Ritze, Doris, die hat der Günther als Oberhaupt der Gemeinde dargestellt, gell? Ja, da gibt's ja auch kein besseres Beutel wie als Mama, oder? Oberhaupt? Na ja, genau, weil es die einzige Magdrat ist, die wo schon geimpft ist, gell? Haha, da war schnell. Und schon war's dran, wenn alle ausfallen daten aus Bürgermeisterin. Seitdem sechs der Martin und den gesamten Gemeinderat nur noch mit der FFP2-Masken rennen. Wo auch immer, auch wenn sie allein sind, damit sie ja keiner was einfangen. Den Frischling, den trauen sie ja noch nichts, gell? Ja, die werden schon wissen, was da auf sie zukam, wenn das der Fall war. Aber ja, eine Sache stimmt, aufs Mike gefallen ist nicht die Doris und durchboxen tut sie sich schon auch. Und wenn dann, mit Händ und Füß und wenn es dann gar nicht mehr geht, mit dem Kopf durch die Wand durch. Ja, Frauenpower, Muckel. Frauenpower. Aber Muckel, eins muss ich jetzt schon noch sagen von dem Schönberg-Journal da. Wenn ich da so voller Spannung lese, fällt mir schon so ab und an auf, dass da auch einmal Fehler gemacht werden. Gell? Fehler? Naja, da kannst du jetzt schon auch recht haben, Mama. Weißt, da kriegt man schon einmal so manche ein Kind und dann heißt das Kind auf einmal, wird Mama. Und jeder denkt sich, ja, ist die Herrschaft weit gekommen, weil man glaubt so gar nicht. Oder andere Beutel, wo man dann links und rechts ein wenig vertauscht bei irgendwelchen Übergaben oder Geschenkverteilungen, mei, kann wieder mal vorkommen. Weißt? Ja, da wird es dann heißen, da hat sich das Fehlerteufelchen eingeschlichen, Mucke. Aber sehen wir es an Sascha noch, er ist bestimmt ganz ins Schreiben vertieft. Schreiben? Ja, was schreibt er denn schon wieder? Ja, ein neuer Krimi, wo ich wieder 3 Wochen lang nicht schlafen kann. Ja, im Moment lässt der andere schreiben für seinen Ralf-Bender-Preis. Aber das meine ich ja gar nicht, gell? Ja, weißt du gar nicht, was der schreibt? Du, der schreibt ein Krimi-Dinner. Und aufführen tut's die Schönberger Theatergruppen. Geplant war's für Oktober. Mal schauen, ob das komische Jahr zulässt. Naja, das möchte ich doch hoffen, weil sonst kommen unsere Schauspieler da in Schönberg ja komplett noch draus. Ja. Das ist aber eine gute Sache, da freue ich mich wirklich jetzt schon drauf. Ich mir auch. Du, da morgen schauen wir vorbei, Muckel. Da gehen wir miteinander hin und wer weiß, vielleicht finden wir zwei dann den Mörder. Sind wir ja mit den Auskundschaften nicht schlecht, wir zwei, oder? Du hast recht, Mama. Da tun wir hin, wir zwei. Aber jetzt lass dir noch was anderes sagen. Du, ich war jetzt letztens im Standesamt drinnen und habe einmal gefragt, wie denn so die Geburtenrate in Schönberg ist seit dem letzten Jahr. Ja, warum interessiert dich denn das? Ja, weißt du, Mama, seit dem neumodischen Dings da, dem komischen Lockdown, haben die Liebespaare ja voll Zeit daheim verbracht und da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass schon das eine oder andere Kind gemacht worden ist oder vielleicht auch immer noch gemacht wird. Weil weißt, es rennen ja quasi haferweiß dickbäuchige Damen im Markt umeinander. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht und ich traue mir es auch nicht zu fragen, ob sie jetzt eher zu viel gegessen haben oder ob sie was unter dem Herz haben. Ja, da schau her. Wird in Schönberg die Geburtenraten angekurbelt durch den Lockdown oder durch eine Quarantäne? Aber du, war der Martin nicht auch einmal mit seiner Christine so 14 Tage lang daheim? Und ist jetzt die Christine noch schlank? Mei, man sieht es ja kaum, aber was ich so gehört habe, ist schon noch rank und schlank wie immer. Ja, was werden denn die 14 Tage lang daheim da haben, die zwei, hä? Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich haben sie einen Häuselplan und ich hoffe auch ein paar Kinderzimmer. Ja, und überhaupt, werden sie halt vorbildlich die Abstandsregel eingehalten haben von 1,50.
Du, da bringt der beste Bürgermeister kein Kind nicht zum Muckel. Nee, der Moi, der Martin. Aber jetzt schauen wir mal, ob es der Landrat vielleicht das zweite Mal schafft. Der hockt da jetzt auch daheim in Quarantäne, oder? Stimmt, ja. Mei, ein richtiger Babyboom in Schönberg. Im Rathaus hat es eine Schweighaut, habe ich gehört. Also die Schneider-EV, gell? Nein, Martin, seine Sekretärin, die ist auch nicht mehr so oft im Büro, weil sie eh im Schlagung ist. Und die neue da, die Lina, die kriegt schon ein Kind. Leider zeigt ja derer ihr Kind dann nicht zu den Schönberger Bürger, aber man sieht, dass er auswärts die Situation hinsichtlich der Babyproduktion in Angriff genommen wird. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all zu Schönberg her, kommet auf jeden Fall. Ja, Mucke, du kannst aber schön singen. Richtig musikalisch bist du. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht geglaubt. Ja, gell, du schaust. Ja. Aber Mama, jetzt kriegen wir so viele Kinder in Schönberg und dann haben wir vielleicht bald gar keine Schule mehr. Also ich meine, Ebenschlag wird ja schon dicht gemacht im nächsten Schuljahr. Und wie lange die Mittelschule noch da ist, das wissen wir nicht. Was? Die Mittelschule soll vielleicht da weg? Ja, sag einmal, die schöne Schule, ja, ein Skandal ist das. Ja, ja, wo müssen denn dann die Kinder hin? Haben die dann vielleicht zeitlebens Distanzunterricht oder was? Ja, das geht doch nicht. Nein, Mama, beruhigt die Kinder doch nicht auf immer und ewig einen Distanzunterricht machen. Ja, auf Grafenau stecken sie es ein. In die total veraltete Schule. Und die schönen Schulen wie Rierlitten oder unser Schönberg oder auch Turmmannsbaum sind dann riesen Grundschulen, aber sonst tut auch nicht mehr. Weißt, aber dafür bauen wir dann in Grafenau eine neue Mittelschule. Ja. Da hat die Regierung auch noch Geld dafür. Ja, für was, dass die alles ein Geld haben, ja. Das ist schon komisch. Mei, das tut mir aber jetzt leid für die schönen Mittelschulen. Naja, aber ein guter Tipp von mir. Weiterhin die Quarantänetage nutzen, wenn man einen hat. Und einen Lockdown auch ausnutzen. Und Kinder machen. Und dann wird die riesen Grundschule ausgefüllt sein. Ja, brr, Mama, langsam, langsam. In die Schule wird ja auch noch die Kinderkrippe im unteren Stock integriert. Das ist doch in der letzten Marktgemeinderatssitzung endlich beschlossen worden. Laut Nachfrage vom Jägerhorst soll das schon in 2 Monaten losgehen, okay, hat der Kölbi Alex gemeint, der Architekt. Mhm. Nur stell dir vor, diesmal waren sie sich nicht einig, die 3 Farben im Marktgemeinderat. Das erste Mal. Nicht einig? Okay, das gibt's doch gar nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weißt du, Mama, da ging's um die Küche und ums Kochen. Ob jetzt ein Mordsindustrie-Küche her muss oder ob eine kleinere Küche für die Cateringer gelangt. Naja, die Großküche hat gewungen dank Schwarz und Blau. Orange wollte da sparen, weil Kosten tut's nämlich schon einen Haufen mehr. Aber der Strom wird auch noch öko. Da haben sie jetzt auch nicht gewungen, die Orangen. Weißt du, bei denen immer lauter sparen, sparen, sparen. Ja, da schau her. Einmal keine Einigkeit in sonst so einigen Marktrat von Schönberg. Einmal ganz was Neues. Endlich einmal ein bisschen Action. Aber eine Kinderkrippen, du, das ist doch super. Da geht mir doch direkt mein Mutterherz auf. So viele Kinder in Schönberg. Ach, Traum, mei, da rührt sich was. Baut wird, Kinder kommen. Mei, ist das was Schönes, Muckel. Hoffentlich müssen wir aber nicht nächstes Jahr wieder davon reden, dass es noch nicht fertig ist. Ja, das hoffe ich schon auch. Herr Bürgermeister, mein lieber Martin, hast du das gehört? Und auch ihr lieben Marktgemeinderäte. Zack, 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 nicht nachlassen. Du Mama, aber da fällt mir noch was ein. Hm? Hm, what?
Alle Vöglein sind schon da, alle Vöglein, alle. Mei, schön. Aber warum singst denn jetzt, wo die Fegerl? Ja, weil die Gemeinde hat nämlich jetzt einen Kindergarten gekriegt. Vom Waldkindergarten haben sie die Trägerschaft übernommen, gell? Da schaust. Ja, hervorragend. Deswegen das Vogelliedl, weil die Buntspechte heißen, gell? Genau. Mei, das ist aber schon gut, weil bei der Kinderschau brauchst du schon einen zweiten Kindergarten. Gut, dass die es da haben. Aber Nepomuk, du, ich habe schon wieder einen Durst. Hast du einen Trinkspruch? Ganz passend habe ich einen, Mama. Und dann tust du mir das Brotzeitbrille ein wenig um, weil ich kann es gar nicht erklangen. Das tun wir. Wer Liebe mag und Einigkeit, der trinkt auch mal eine Kleinigkeit. Prost! Jetzt pass auf, Bub. Ah ja, ich schau die ganze Zeit schon um und kann es nicht erklangen. So, jetzt. Du, sag einmal, jetzt muss ich schon noch mit zurück da zu dem neuen Magdrat da in Schönberg. Die Referate, die sind ja ganz gut aufgeteilt, gell? Jeder, wo er so kann. Aber von der Jüngsten im Bunde da, die Predl-Karina, da hört und sagt man ja gar nichts von dir. Was treibt denn das Dirndler so? Ja, du Mama, also die Karina, die hat ja das Referat Jugend und ist auch unsere Jugendbeauftragte. Mhm. Weißt, selber hat sie zwei Kinder, die sind zwar noch nicht jugendlich, aber da kannst du dann schon sauber vorbereiten, dass dann alles passt, wenn die soweit sind. Ah, schlau, sag ich nur. Und was hat sie dann schon alles angeleiert? Naja, ihre Lieblingsthema sind ja die Spielplätze in der Gemeinde. Mhm. Ja, und die wollt inspizieren und sanieren. Mei, schön. Ja, ist da schon was weitergegangen? Ja, mei. Also, ich meine, natürlich planen sie im Hintergrund schon so manches, aber naja, weitergegangen ist jetzt da noch nicht viel, weißt? Man darf ja auch nichts da im Moment, Mama. Mei, Karina, mein Dirndl, mein lieber Goldengel. Du musst schon ein wenig schauen, dass man auch sieht, was du tust. Und vergiss mir dann auch nicht die Jugendlichen, gell? Weil wenn die endlich einmal wieder aussehen dürfen, dann brauchen die Angebote. Action, a Gaudi, feiern müssen sie, lachen müssen sie, singen und spinnen muss man es auch noch hören. Da kann ich mich doch bestimmt auf die verlassen. Oh mein Mama, du und deine Kinder. Ja, Karina, ich darf sagen, tu was, weil sonst ist sie da, Mama, überhaupt nicht mehr zum Backen, weil die flippt ja dann quasi irgendwann total aus. Mein Muckel, es ist ja nur ein Wunsch von mir. Und wenn es nicht sanft geht, dann werde ich halt einmal ein wenig laut und muss vielleicht auch einmal ein wenig nachdauen. Ja, war mir noch überhaupt nicht aufgefallen. Aber Mama, ist gut, du hast wie immer recht. Du, aber der Perl Hans-Jürgen, der ist ja auch nicht ohne, gell? Warum? Ich hab ja gehört, er hat für seinen geliebten TSV, gell, und vor allem für die Kinder lauter Masken gestellt. Schön mit dem TSV-Logo umhat. Dabei hätten wir zwar eigentlich eh noch hunderte von den Legendürkel zum Saufuhren gehabt. Mei, schön, wieder einer mit einem Herz für Kinder. Ja, das streitet er nicht ab. Das hat er. Aber, mei, weißt, er hat sich schon im Oktober oder im November bestellt. Alle Sparten hat er rebellisch gemacht. Nicht nur die Fußballer. Nein, alle. Ja, aber das ist doch toll, oder? Ja, aber einen Scheiß hat er bestellt. Okay. Weißt, jetzt haben's die Kinder nicht vom Nikolaus oder vom Christkindl gekriegt. Ja, und der Osterhaus wird's auch nicht bringen, weil er's noch nicht benannt hat. Ja, Hans-Jürgen, das ist ja direkt ein Skandal. Wie hast denn das auch so verbocken können, ha? Naja, hast ja wiederum wieder Glück, dass die Stoffmasken derzeit eh keiner aufsitzen darf. Aber jetzt kommst du mal in Puschen, gell? Nicht einmal beobachten
was andere Leute tun oder wer bei wem ist, kümmert dich da drum. Ja, haben wir es wieder, gell? Geh zum Kinderwirt, scheiß, grante die Mama. Aber Mama, du willst mir doch noch was sagen vom HJP. Ah ja, das stimmt. Also das geht ja wirklich ins Guinness Buch der Rekorde ein, gell? Ja, sowas Gigantisches. Ja, was heißt jetzt da gigantisch? Er war kaum 2 Monate, ich betone, kaum 2 Monate ein neuer Magdraht, da hat er schon einen Baum und einen Bang in der Anhöhe im Freibad beantragt und auch noch gekriegt. So ein Frischling braucht gerade sagen, was er mag, und schon ist es erledigt. Ja, Geweide, das ist mir direkt ausgekommen. Aber das wird er doch durch Spenden geschafft haben, oder nicht? Kann sein. Aber ich hab nirgendwo eine Spendenquittung gesehen und gelesen habe ich davon auch nichts. Schon ein wenig suspekt, das Ganze. Ja, man möchte es nicht glauben, gell? Der Hans-Jürgen. Ja, aber da wird der Rest von den Neuer jetzt schon angespannt sein. Und auch was mögen, also so quasi als Begrüßungsgeschenk oder unter dem Motto: Tu was Gutes für die Bevölkerung. Ja, aber der Herbert wird sich da schon gescheit ärgern. Ja, warum denn jetzt schon wieder der Herbert? Naja, weil er versucht schon seit 7 Jahren den neuen Fußballplatz zu bauen. Aber der Martin mag irgendwie nicht. Das wird dann auch noch so ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde werden, wo es der andere ruckzuck kriegt, auf das wart der andere wahrscheinlich 12 Jahre. Auch nicht schön von der Schönberger Regierung, dass solche Anträge Jahr für Jahr zurückgestellt werden. Das muss jetzt schon einmal sagen, gerade wo der TSV so viele Kinder und Jugendliche hat. Aber da wird sich halt der Martin denken, gell? Ist es bis jetzt gegangen, geht's auch weiterhin so. Aber ich als Mama sag das fein nieder so, Martin, gell? Ich werde das im Auge behalten. Also Martin, jetzt darfst du aber dann irgendwann einmal in Puschen kommen mit dem Sportplatz, weil sonst hat bald Mama die Raketen im Kopf drin oder es wird Dampf aus die Waschel. Oder man kümmert sich drum, wenn es gerade einmal passt. Und wenn andere Sachen erledigt sind. Du sag einmal, Mama, der Ranzinger Herbert von Kirbeer entert, kennst du den? Ah, Fralli, das ist doch der das Herz mit seiner Frau, der Martina, halt da von der Bürgerstiftung, oder? Ja, der soll ja ganz christlich sein und er hat auch irgendwie so ein Referat, oder? Ja. Genau, aber lesen kann er halt nicht, gell? Weißt, da kommt er halt doch glatt zu spät zur Marktgemeinderatssitzung. Und in der letzten Marktratssitzung war er schon wieder zu spät, der Herbert. Ja, und gestern war er gar nicht da. Aber er ist gerade auf Reha, deswegen war er gestern einmal entschuldigt. Gellig, da schau her, kommt ja gern zu spät, he? Aber in dem Sinne, Herbert, erhol dich gut. Mei, ein bisschen besser schauen und zuhören muss man halt. Dann passiert das nicht so einfach. Aber das lernen schon in den nächsten 5 Jahren. Und es ist ja auch nicht so, bis da die Sitzung grundsätzlich immer zur gleichen Zeit angehen. Herbert, komm wieder fit heim und bestimmt kannst du uns ja von der Ferne heute zuschauen. Ja, aber du sag einmal, was ist denn mit dem süßen Walter? Also mit dem Feuerwehrkommandanten? Der Walter. Mei, das ist ein recht ausgefuchster Bazi, das sag ich dir. Weißt, der hält sich immer recht stark, wackelt mit seinem nervösen Fuß und Lust und Lust und Lust. Wenn du dann was fragst, weiß er von nix, aber wissen möchte er immer alles. Schau ein wenig seltsam, aber so ist er halt, der Walter. Ziemlich wissbegierig, der Kerl. Ja, der Walter. Aber Muckel, weißt, stille Wasser sind tief. Ja, und sonst, glaubst du, es ist ja richtig fad? Nicht einmal richtig schimpfen kann man in dem blöden Jahr da. Ja, weißt,
weil halt Schemberg einzigartig ist, Mama, gell? Brav, schön, aber du, der Glampfi Günther, der sorgt halt auch immer wieder für einen Locher, gell? Egal, wo es gerade für ein Jahr ist. Jetzt hast du den Günther schon wieder in der Reißen. Ja, was hat er denn da? Oh, meine Mama, Lust das erzählen? Er hat einen Anruf gekriegt. Er hebt ab und sein Anrufer meldet sich mit König. Der Günther, voller Freude, weil er der König Franz anruft und redet und redet und redet. Ja, wer weiß, was ihm der alles erzählt hat. Das habe ich auch lieber gar nicht mehr erst hinterfragt. Ja, mein Mann, red halt jetzt gern in der saudummen Zeit. Und wenn man sich schon nicht treffen darf, dann kann man wenigstens ein bisschen telefonieren. Das ist doch jetzt nicht schlimm. Ja, aber lassen wir halt fertig dazu. Nach einer gewissen Zeit, wir wissen wir nicht, waren es Minuten, waren es Stunden, hat dann der König zum Erkenner gegeben und hat an Günther erklärt, dass sein Vorname nicht Franz, sondern Max ist. Weißt, da telefoniert der telefoniert er mit dem Bürgermeister von Saldenburg und gespann's nicht einmal. Ja, aus ist Günther. Das sind da wieder Schnitzer. Ah, du hast dir aber echt einmal einen Taler oder einen Orden für sowas verdient. Du sorgst wenigstens immer für ein bisschen eine Abwechslung. Da kriegt der ganze Magdrat von dir ein Kaffeehaferl mit der dritten Strophe der Bayernhymne und für die haben's nichts. Aber du, der Muckel und ich, wir zwei, haben wir uns etwas überlegt für die. Genau, Günther. Du kriegst von uns als erster und einziger amtierender zweiter Bürgermeister des Marktes Schönberg eine Auszeichnung. Das ist das höchste Geschenk, das wir zwei vergeben können. Es handelt sich, Mama, holst das du einmal? Ja, es handelt der, sich. Er ist jetzt noch nicht geimpft, deswegen hat er jetzt noch die Masken um, gell? Es handelt sich um den bayerischen Löwen als Symbol deiner Willensstärke und deiner unendlich guten Seele. Günther, wir sind einfach alle froh, dass es die gibt. Wir geben den Preis ab und in der nächsten Marktgemeinderatssitzung darfst du dann drauf frei. In diesem Sinne, auf unseren zweiten Bürgermeister. Prost! Ah, ein gutes Tröpferl ist das schon, aber halt nicht von meiner Heimat, gell? Aber jetzt erzähl einmal irgendwas von dem Jagerhorstl-Muckl. Der ist ja schon Ewigkeiten im Magdrat. Und nie hat man von dem irgendwas gehört. Ist halt der gar so brav, he? Ja, weißt, der Horstl ist ein ganz braver. Man sieht und hört nichts von ihm. Im Markt sieht man quasi überhaupt nicht, weil er vor lauter Arbeit keine Zeit hat. Wahrscheinlich braucht er von halber immer sogar noch ein Navi, dass er den Weg findet. Okay. Aber tu dich nicht täuschen. Ich habe mir sagen lassen, dass er schon zu seiner Meinung steht. Und auch einmal oder öfter ging er seine Partei stimmt, wenn er nicht hundertprozentig dahinter steht. Ja, so ist es recht. Und genau so soll es auch sein, gell? Immer die Meinung vertreten und für das einstehen von dem, was man meint, das richtig ist. Ja, genau. Aber so einen Kandidaten mit der weißen Weste haben wir noch. Der Schneckerl. Immer fleißig, halbert in der Rente ist er schon, aber immer, wenn man braucht, ist er da. Still und ruhig ist er oft im Bauhof draußen und regelt alles mit den Mitarbeitern, wenn sie was brauchen, weil da kennt er sich halt auch aus, gell? Ja, brav. Aber du, ich hab mir sagen lassen von seinen UBGler, dass der nicht ganz so harmlos ist. In die Fraktionssitzungen haut der schon ab und zu einmal einen Spruch raus, dass man nicht weiß, ob man Mandel oder Weibi ist. Ja, da schau her. Wie das ist, Walter, he? Stille Wasser sind tief.
Aber wie schaut es denn mit dem Dings aus, mit dem Dr. Andreas Geis? Hast du was gehört? Der ist ja, soweit ich weiß, auch total brav und ruhig. Ja, ja, gell. Er ist ja der Fraktionssprecher von den Schwarzen, gell. Ja, der Andreas, was soll man jetzt da groß sagen? Außer, dass ich gehört habe, dass der sein Mai auf einer Jätensitzung aufhört. Es war noch nie da, dass der einmal nix gesagt hat. Naja, Fraktionssprecher halt, gell? Ja, fast genau wie der Kreizer Wolfgang von die UWGler, gell? Auch ganz ruhig und brav. Fraktionssprecher, aber sagen tut er nicht jedes Mal was, gell? Aber engagiert sind's beide brutal. Ja, wenigstens hat der Kreizer Wolfgang jetzt wieder ein privates Handy mit WhatsApp. Das hat dauert und dauert. Er hat's einfach nicht geschafft, dass er sich eins besorgt. Naja, das ist ja auch wirklich nicht leicht in der heutigen Zeit, gell? Auf Weihnachten haben sie dann seine Kinder erbarmt und haben dem eins beschert. Seitdem müssen die Caro nicht immer am Laufenden halten und er kriegt alles wieder live mit. Weil, Muckel, weißt, kommt Zeit, kommt Gahammer. Ja, kommt Zeit, kommt Gahammer. Ja, wie meinst du denn das jetzt wieder, Mama? Ja, mei, die Caroline, das ist halt die einzige Magdgemeinderat, gell, die nicht in der Arbeit geht. Sie kümmert sich ausschließlich um ihre Kinder, um ihre liebe Oma, um vielleicht auch manchmal oder ab und zu einmal um einen Konrad. Da hat sie halt schon mehr Zeit wie so manch anderer oder andere. Ich meine, sie fährt halt auch ganz oft noch auf Seinburg auch aus. Ja, was tut's denn da? Ja, sie ist ja das Bürgermeister-Dichterl vom König Max, gell? Quasi die Prinzessin von Saldenburg. Ja, da wird sie halt spionieren in Seinburg, hä? Wer weiß. Aber ich glaube eher, sie wird normale politische Gespräche führen. Sie ist ja Mords auf Zack, gell? Wissen tut sie ja viel. Naja, sie hat halt auch mehr Zeit, aber das ist ja auch gar nicht allweil so schlecht. Da kannst du die Finanzen immer sauber im Auge behalten von der Mauer. Ja, aber das Lustige da dran ist, sie kann ja nichts heimlich da, gell? Weil wenn es angerauscht kommt mit ihrem Audi, hört man schon vor einem Kilometer Entfernung oder jeder ist gewarnt. Nepomuk. Jetzt muss ich vielleicht schon mal feststellen, gell, die Fastenpredigt, die ist schon mehr Leid ausgekriegt, gell, wie ein Geschimpfrat, ha? Das ist halt einfach ein saublödes Jahr gewesen und das ist immer noch. Ja, schau, Mama. Aber ich glaube, so mancher geht doch was auf, was er noch nicht gewusst hat. Und die Leute lachen vielleicht auch ein wenig, hä? Ja, das stimmt. Du, auf das dringen wir drauf. Alles Scheiße, alles Mist, wenn du nicht besoffen bist. Prost, Bub, Prost da draußen. Prost. Du, Mama, haben wir jetzt alle durch? Ja, ich glaube zumindest der Matrak, gell? Aber du, ich habe im Fernsehen gesehen, dass Schemberg jetzt einen Privatskilift hat. Ja, sauber, sag ich, was der Siegel Mario da gebaut hat in seinem Garten. Und ja, weißt, der ist für sein Dirndl, die Lea. Mei, der hat sich halt gedacht, wieder kein Skiliftbetrieb, das Dirndl ist 3 Jahre alt, wird Zeit, wenn's in Papas Fußstapfen steigen soll. Ja, gell. Ja, der Mario, gell, das ist ein brutaler Skifahrer und Weltmeister im Après-Ski. Mama, doch nicht im Après-Ski. Weißt, da brauchst du doch keinen Skilift dafür. Nein, im Synchron-Skifahren ist er Weltmeister. Mei, wie komme ich denn jetzt auf Après-Ski? Ja, ich bin ja schon total. Auf jeden Fall hat der Mario das ganz toll gemacht. Die Lea fährt schon wie eine kleine Weltmeisterin. Das hat Schemberg wieder gut da. So eine tolle Geschichte. Das war ja eine Werbung für Schemberg. Der Martin,
Der war da ganz aus dem Häusl vor lauter Stolz. Aber Muckel, das Après-Ski hat mir schon wieder Durst gemacht. Wie schaut's denn aus? Ja, Mama, mir auch. Da sagen, da trinken wir drauf. Aber kein Bier, sondern ein Schnapserl. Mhm. Was hast denn du? Ich hab eine Marille. Ja. Und wenn der Sport ist manchmal noch so fad, ein gutes Schnapserl braucht man nach der Fahrt. Prost! Mm. Vom Bier wird's aus, gell? Gut. Nein, von der Marille. Ach du. So, und was warst jetzt Neues von die Schemberger? Du musst doch das viel besser wissen wie ich, du bist doch ein Hiesiger. Ja, ein bisschen was möchte ich schon noch loswerden. Weißt, gerade speziell so ein Rathaus hat ja auch brutal viele Mitarbeiter, gell? Aus ist, nein, da darf man nichts ausplaudern. Nicht das Abmahnung kriegen vom Bürgermeister. Geh, da sagen wir einfach nur das, was der Martin eh schon weiß, dann feiert ja alle nichts, oder? Oder so. Ja. Mal überlegen. Ja, lustig war ja der Urnenopfer, gell? Ah, du meinst die Geschichte von der Vereidigung, wie es zur Auszählung der Stellvertreter gekommen ist, mhm, und sie alles bei der Urne oder um die Urne zwickt hat. Ja, und die Gampe Michaela mit Minirock kopfüber in der Urne stecken geblieben ist, oder? Ja, und der Hörtreiter Helmut hat schon gar nicht mehr gewusst, ob er es retten soll oder ob er einfach weiterlachen soll. Ja, genau. Für die in die Richtung geschaut haben, also der Bürgermeister oder der Urmann-Pepperl und ein paar Seitengucker vom Marktrat, war das wirklich eine gute Einlage. Ja, das stimmt. Aber mir hat es vielleicht direkt ein wenig der Baum, die arme Michaela. Aber ich habe mir sagen lassen, seitdem hält es immer recht Abstand, gell? Sicher ist sicher, dass auch da nichts mehr feilt. Na du, Muckel, was ich dich noch fragen wollte, in der PMP, da sind ja immer total gute Presseartikel von den Marktratssitzungen drinnen, gell? Egal, wer gerade tagt, wer schreibt denn die immer? Ah, ja, freilich, unser Beringer Olga halt. Kennst doch, oder? Hat erst Geburtstag gehabt am Montag. Ja, freilich kenn ich Olga. War ja schlimm, wenn nicht, oder? Olga, alles Gute noch. Mei, die hat die Hexe freit, weißt, wenn Schönberg tagt, weil dann darfst du endlich einmal ganz offiziell aus dem Haus und kann sie wieder in ihrem Amt entfalten. Da stimmt immer alles, was sie schreibt, gell? Bis ins Detail. Na, das glaube ich, Muckel. Aber was ist denn, wenn die Sitzung wieder recht lang dauert? Da wegen der Ausgangssperre da? Mei, die wird doch Dennis keine Strafe nicht kriegen deswegen. Ja, wo Mama? Weißt, der Martin schaut da schon bei, dass der öffentliche Teil rechtzeitig gar ist. Und vor dem nicht öffentlichen Teil wirft das, verabschiedet er sie immer recht schön. Gott sei Dank. Ja, dann bin ich ja schon beruhigt, gell? Da müssen ja dann andere auch gehen, oder? Ja, selbstverständlich. Alle, die wo einen Vortrag gehalten haben, oder Zuhörer, wo es um ihre Anliegen gegangen ist. Ja, und der Urmann Pepperl. Der Pepperl? Okay, was tut denn der auf die Sitzungen? Ja, der Ton macht die Musik. Er ist für die Technik verantwortlich. Aber weißt, immer vergisst der Martin, dass er Pfirti und Danke sagt zum Pepperl. Letztens ist ihm direkt schon mal selber aufgefallen. Apropos Pepperl und auch alle anderen, Josef und Pepperl, Peppel, Seppern, inklusive einem Süßsepp oder einem Eberlsepp, fallen uns jetzt gerade noch ein. Alles Gute zum Namenstag. Natürlich machen wir das Ganze heute nur für euch. Ja, von mir auch alles Gute zum Namenstag, alle Seppel da draußen. Aber weißt du, Martin, da kannst du schon mal eine Flasche von der Bärwurzerei für den Pepperl rausrücken. Nicht nur immer für die Gäste.
dann sagt er das bestimmt nicht mehr so eng und ist nicht dabei so traurig. Ja, das finde ich auch, Martin. Du Mama, aber wenn ich an das Kupp denke, dann wird mir vielleicht schon mein Herz ganz schwer. Mal warum denn, Bub? Weißt, weil normalerweise höre ich am Sonntag auf die Nacht immer eine schöne Musi. Weißt, weil da brummen nämlich die Musiker und Musikerinnen von der Markkapelle. Nur die dürfen halt momentan auch nicht brummen. Keine Auftritte, keine Stammkonzerte am Marktplatz, nichts sind. Ja, aber ich hab schon gehört, dass schon ein bisschen was gemacht haben letztes Jahr, oder? Ja, das stimmt. Wir es im letzten Jahr endlich das erste Mal wieder proben dürfen haben, war es halt genau der Fronleichnamstag, wo sie sonst am Schemberger Volksfest gespielt hätten. Und da haben sie sich gedacht, mei, wir proben einfach öffentlich vorm Kuck. Von überall sind die Leute zum Herrn gewesen, wie es applaudiert haben, und über WhatsApp hat man sogar den ein oder anderen Musikwunsch zugeschickt gekriegt. Ja, wenn ich es dir sage. Ja, und weil es ihr so gefallen hat, haben sie das Ganze ein paar Wochen später nochmal vom Rosinium gemacht. Weißt, da haben sich die Bewohner, glaube ich, auch richtig gefreut. Ja, das glaube ich gern. Bei der Musik gingen die Leute halt einfach die Herzen auf und da vergisst man eine Zeit, wo sonst alles so passiert. Ja, du hast recht. Drum trage ich sagen, auf unserem Markkapellen und alle Musikanten, die momentan auch nicht spielen dürfen, trinken wir einmal. Bin ich wieder dran mit euch? Der Spielhahn und der Auerhahn, die balzen im April. Der Musiker ist besser dran, weil der balzt gerade, wann er will. Prost! Prost! Der war schön! Und so richtig, gell? Ja, der war auch wirklich gut, gell? Du, aber sonst haben wir doch immer die meisten Geschichten aus der Waldgau gehört. War die heuer wirklich nicht, he? Nein, Mama, die war leider nicht. Naja, also irgendwie doch, aber dann auch wieder nicht. Ja, wie soll jetzt das sagen? Na gut, also, der Obernauer, der Häuselheimer, hat seine Töchter, die Janina, die ja auch eine Waldhex ist, aufs Vordachel von der Marienapotheken kommt. Oh, süß. Da oben hat es dann recht gewinselt. Warum, weiß man nicht. Der Heimo hat mit dem Ofenrohr ins Gebirg geschaut und der Lampepe hat sein Glück auf der Zugkammer nie probiert. Das Fernsehen hat gefilmt, die Obrigkeit hat vom Rathausfenster rausgeschaut und die haben mir sagen lassen, die einzige, die einen eigenen Forschungszug gemacht hat, war Bauer Heike. Also schon eine Gaudi, aber halt nicht die typische Waldgaudi. Oh, die Bauer Heike aus ist. Oh, weil das Gleiche mit derer. Na, sauber. Aber du, ich hab doch auch ein Beutel gesehen, wo der Grantler aus Amerika. Den haben sie doch da irgendwie auf dem Marktplatz hingesetzt, oder? War der quasi dann eh fürs Licht da? Nein, Mama, der war fürs Facebook, nicht fürs Licht. Und das war der Bernie Sanders, weißt? Weil den haben sie in letzter Zeit ja quasi auf jedes Foto eingeschnitten, wo gerade ein Platz war und wo gerade noch einer reingepasst hat. Ach so. Und da bei uns war es halt der Lari-Marktplatz. Ich glaube, da ist, wie heißt es nochmal? Eine von die Mädels, die beim Sissep im Büro umeinander tanzen. Sivon war das. Ah, die Yvonne. Die ist da drauf gekommen. Mei, also, wenn es mich gefragt hätte, hätte man natürlich auch woanders hin sitzen können. Vielleicht da hin, wo im letzten Jahr deutlich mehr los war. Ins Maislabyrinth zum Beispiel. Ah, das habe ich schon gesehen. Bei Enk im Altal war da ein Maisfeldumbau, gell, in einem Labyrinth. Es muss ein hübsch gut angekommen sein. War da nicht irgendein Wettbewerb? Ja, genau. Mama, da war wieder mal der Kampf der Bürgerstiftungen. Grafenau versus Schönberg. Ja, das Highlight war ja schon zum Beginn, gell? Zum offiziellen Pressetermin ist der neue Grafenauer Bürgermeister
der Meier Alex gleich einmal eine Dreiviertelstunde spät gekommen. Okay. Weil er noch beim Friseur war, dass er gut fürs Beutel ausschaut. Wo er ja nicht einmal gewusst hat, dass er uns gemacht wird, weißt? Aber, nein, alles gut. Zurück zum Wichtigen. Ja. Jede Gemeinde hat eine Mannschaft zusammengestellt. Mhm. Und dann haben wir uns entweder schnell rausfinden müssen oder per Funkgerät den jeweiligen Bürgermeister was suchen lassen. Mhm. Ja, und stell dir vor, wie es ausgegangen ist. Mhm. Unentschieden. Mhm. Unentschieden. Und dies, obwohl in Schemberg unter anderem die engagierte Gorhammerin mitgemacht hat, okay, und in Grafenau der Grinser Al-Hallach. Kämpft haben sie gescheit. Unser Martin hat sich dann sogar verletzt. Wie? Verletzt? Mei, hat's weiter gefeit? Nein, so schlimm war's nicht. Irgendeine Zerrung, weißt? Das ist jetzt einfach typisch für unseren Deutschen. Du der Rebs, du der sie weh. Mei. Ja, aber sind wir gespannt, was da heuer machen. Diesmal ist, glaube ich, auch Grafenau mit der Organisation dran. Ja, da bin ich gespannt. Die haben nämlich keinen Rot-Markus oder einen Glanke Günther im Stadtrat, der da mit Ideen daherkommt. Naja, dafür haben die einen Al-Hallach und Trickl. Die werden schon riechen, die zwei. Ja, du sagst das. Oh mei, auf die brauche ich noch einen Schluck. So, Mama, was meinst denn du? Wenn ich auf die Uhr schaue, glaube ich, wird schon langsam Zeit, dass wir für heuer Feierabend machen. Ja, leider. Und ich meine, also ich schaff's ja noch bis um 10 Uhr heim, aber was treibst denn du? Ich darf halt bei der Rezzatori schlafen. Die hat immer einen Platz für arme Senioren. Mama. Ja, bei der Doris glaube ich los, dass ich gut aushalten draußen. Mama, ich möchte nochmal sagen, schön, dass du da warst und dass wir uns wieder mehr wegen, oder dass wir wieder mehr wegen ratschen können. Ja. Ich hoffe, wir sehen wir uns ganz bald wieder und auch alle anderen, die heute vor dem Bildschirm gesessen sind. Weiter hoffe ich noch, dass wir mit unserer Predigt ein paar Schmunzler zu einem alle heimgebracht haben. Und ihr ein bisschen von der narrischen Zeit abgelenkt worden seid. So mancher hat jetzt eventuell erwartet, dass wir auch über irgendwas singen. Oder dass ein gewisses Wort, das keiner mehr hören kann, das Hauptthema war. Mit zwei möchten wir aber dazu noch eins sagen. Zum einen nehmen sie manche Leute wichtiger als vielleicht sind. Und Pressebilder oder Radiointerviews oder was weiß ich alles, jetzt rede ich und oder jetzt rede ich dann und keine jetzt Ahnung. Jetzt rede ich dann. Und zum anderen gibt es wieder immer noch normale Themen, außer dem einen. Wir zwar finden, wir wohnen in einer Region, wo man so manche Sachen schon auch durchaus besser aushalten kann als mitten in der Stadt. Natürlich regt es uns alle auf, dass wir immer noch nicht alles da können. Nicht shoppen, nicht essen gehen. Ja. Und auch wir hoffen, wir, dass da bald was weitergeht. Aber trotzdem, wir helfen so gut zusammen, wie es geht. Und das soll ja bitte so bleiben. Wir sagen Danke, dass bei der Fastenpredigt online dabei wart und hoffen wir, dass das im nächsten Jahr wieder anders ausschaut. Das heißt live mit Publikum. Wer die Predigt dann allerdings macht, das steht noch in die Sterne. Nix gewiss, weiß man nicht. Super, Mama. Das hast du schön gesagt. Drum zum Abschluss noch mal eine Prost und eng alle noch einen schönen Abend daheim. Bleibt's gesund. Bis bald, Enker Nepomuk und euer Mama. Prost! Prost! Vierten, bleibt's gesund! Prost! Bis bald! Und jetzt meine ich, muss Mama aufs Kanapé oder ins Bett, weil ein Schlafanzug hat schon an. Wir hoffen, ihr habt uns alle gut gesehen und wünschen wir Enke jetzt wirklich noch einen schönen Abend
Wir, glaube ich, brauchen jetzt erstmal ein bisschen Frischluft, so wie ich uns zwar kenne. Durchschnaufen. Und hat es uns nicht besser, wenn wir was gesagt haben? Uns geht's gut. Ich hoffe euch auch. Das hoffen es hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben wirklich gut in der Zeit. Wir hätten wir noch 10 Minuten gehabt, hätten wir noch über den einen oder anderen was sagen können, gell? Ja, aber ich weiß nicht, ob mit spontan noch was loswerden kann. Ja, so spontan, ich weiß jetzt auch nicht. Nein, es war ja auch nichts mehr, gell, jetzt die letzten Tage. Alle haben es brav und überhaupt muss ich da ganz ehrlich sagen, mein Hungerpfeil ist schon arisch, gell? Ja, aber ich möchte jetzt die Chance noch nutzen und mich auch bei verschiedenen Personen bedanken, die uns das Ganze da heute ermöglicht haben. Zum einen natürlich einmal, lieber Martin, danke, dass wir in das Rathaus einer dürfen haben, in den Sitzungssaal, und dass wir das neue WLAN im Rathaus testen dürfen haben. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei allen Lieferanten bedanken, die uns jetzt auch heute Nachmittag so ausgestattet haben, damit der Musikverein schöne Backel zusammenrichten kann. Also bei der Metzgerei Bleintinger, bei der Bäckerei Püller, bei der Schlosskellerei Ramischberg, beim Getränke Jobst, auch beim Bucherbräu und ganz speziell auch nochmal bei der Sonja Boxleitner, die auch nochmal erstens dafür gesorgt hat, dass unsere Mama noch besser ausschaut wie normal. Schaut so schon gut aus, aber da nochmal speziell, muss man ja schauen, mein Hirn so schief. Aber das ist jetzt, aber das ist jetzt auch schon wurscht. Liebe Sonja, danke. Sonja hat nämlich die ganzen Blumen, die ihr heute auch mitgekriegt habt zu den Starkbefestbackel, spendiert und da auch nochmal einen riesen Dank dafür. Dann möchte ich mich bei alle bedanken, die heute auch Starkbierfestbackel geholt haben. Es waren ja wahnsinnig voll, also wir haben mit ein paar gerechnet, aber dass wir 170 Essen zusammengebracht haben, das freut uns vom Musikverein Narisch. Da möchte ich mich auch bei alle Helfer bedanken, die heute auch unter Eibackel haben und dann auch die Backel verkauft haben. Und last but not least, liebe Mama Bavaria, liebe Doris Rötzer, vielen, vielen Dank für deine ganze Arbeit im Vorfeld. Es hat dermaßen Spaß gemacht, die Predigt zum Schreiben, miteinander zum Schreiben vor allem. Und heute, halt, zwei habe ich vergessen. Lieber Fabi Glasen, danke, dass du mich, nicht Edi Fauler, so weit gebracht hast, dass wir YouTube live machen können. Und lieber Daniel Posch, vielen Dank, dass du uns zum einen das Plakat gemacht hast und zum anderen auch dafür gesorgt hast, dass wir zwei jetzt speziell sehr gut ausschauen. Gut ausschauen, Danilo. Gut ausschauen, komme ich auf Daniela. Daniela Klein, schön hast du das hergerichtet, Mama. Bei mir war jetzt da leider nicht so viel zu machen. Ich hätte mir vielleicht auch so eine Kranzeleine da gehabt, aber gebührt der Mama. Also vielen Dank. Euch jetzt wirklich abschließend einen schönen Abend. Mama und ich gehen wir jetzt heim. Saustuhl lassen wir da. Das ist ja nicht unser Haus, gell Mama? Nein. Also da dürfen sich andere drum kümmern. Nein, Schmarrn. Für denk, bis bald, bleibt's gesund, halten wir alle gemeinsam durch und irgendwann sehen wir uns alle wieder und drucken wir uns alle wieder und dann wird's umso schöner. In dem Sinn, für denk, macht's es gut, bis bald, euer Muckel, euer Mama. Für denk.